Herzlich willkommen. 14.35 Uhr am Freitagnachmittag. Es ist immer die Zeit, wenn wir uns über Mobility Hubs unterhalten. Zumindest hier auf dieser Messe. Herzlich willkommen. Wir werden die nächsten 50 Minuten damit verbringen, uns zu fragen, sind Mobility Hubs, und vielleicht kennen Sie das gar nicht als Wort, die neuen Zentren der Mobilität. Was das genau ist, wird jetzt in einem ersten Impuls Kollege Marcel Philipp einordnen, wird sich dazu auch gleich nochmal vorstellen. Danach haben wir nochmal genügend Zeit, um Mobility Hubs zu diskutieren. Für die, die noch nicht wissen, was das sein könnte oder wie vielleicht auch ein Mobility Hub aussehen kann. Und damit würde ich auch gleich schon an dich übergeben, lieber Marcel, denn wir holen jetzt ein bisschen Zeit rein, damit wir auch gleich genügend Raum und Luft haben zu diskutieren. Und auch da fragen Sie gleich ruhig interaktiv mit nach, überlegen Sie sich schon mal die ersten Fragen, falls die aufkommen, sodass wir die auch beantworten können. Und damit, the stage is yours, lieber Marcel Philipp. Ja, Tag zusammen. Ich freue mich, dass Sie Interesse daran haben, mit mir zusammen ein bisschen Produktdefinition zu betreiben, nämlich zu dem Begriff Mobility Hub, zu einem Produkt, das Sie in der Idealform eigentlich noch nirgendwo wirklich sehen können. Das heißt, wir müssen ein bisschen uns über die theoretische Seite annähern und vielleicht am Ende ein gemeinsames Verständnis dafür entwickeln, was wir denn eigentlich meinen, wenn wir über Mobility Hubs sprechen. Ein Begriff, der immer wieder auftaucht, aber der, glaube ich, auch so ein bisschen mehr Fleisch an den Knochen braucht. Vielleicht zwei Worte zu mir. Ich bin eigentlich aus dem Handwerk kommend, Handwerksmeister und Betriebswirt, war immer in der Kommunalpolitik parallel tätig, war dann 11 Jahre lang Oberbürgermeister der Stadt Aachen, bin inzwischen, habe die Seiten wieder gewechselt auf der Unternehmerseite, und zwar nicht mehr im Handwerk, sondern auf dem Campus der RWTH Aachen zusammen mit Professor Schuh, wo ich Geschäftsführer eines der Unternehmen bin, das zu dem Bereich von Professor Schuh gehört, der gleichzeitig Produkte im Bereich Fahrzeugentwicklung macht. Ich bin eher so die Konzeptabteilung, also diejenigen, die sich um Mobility Hubs, um Softwarelösungen und um Ökosysteme für neue Fahrzeuge kümmern. Das sind wir, die E-Mobility Hub GmbH, sitzen aber alle auf diesem Campus irgendwie gemeinsam mit den Wissenschaftlern und denjenigen, die Produkte entwickeln, zusammen und versuchen, Lösungsbestandteile zu entwickeln, die eine Rolle spielen können in einer nachhaltigen Mobilitätsentwicklung, in der Mobilitätswende, und glauben, dass das sehr spannend ist, wenn man das aus der Wissenschaft heraus entwickelt, weil es wirklich neue Lösungen braucht. Ich will Ihnen zur groben Einordnung zu Beginn einmal kurz beschreiben, wie ich die Gesamtsituation sehe. Der Elefant im Raum ist aus meiner Sicht der, dass alles, was wir im Moment tun in Richtung Mobilitätswende, bei weitem nicht ausreicht, um die eigentlich längst beschlossenen Ziele im Bereich Klimaschutz, im Bereich Entlastung der Innenstädte in der angemessenen Zeit überhaupt zu erreichen. Wir haben auf der einen Seite einen Block Individualverkehr. Da zähle ich jetzt mal genauso Fahrrad wie auch Auto zu. Und dafür gibt es eine große Infrastruktur von Radwegen über Straßen, über Parkplätze, alles Mögliche, was man da im Alltag kennt. Und wir haben auf der anderen Seite den ÖPNV mit ebenfalls einer starken Infrastruktur und einer unbestreitbaren Wirkung, weil sie einen guten Bündelungseffekt, zumindest auf starken Achsen, haben. Was uns interessiert, ist der Bereich dazwischen. Und das, was aus meiner Sicht nicht funktioniert, ist die Grundannahme: Wenn ich nur lang genug diskutiere, bekomme ich ganz viele von der Individualseite auf die ÖPNV-Seite rüber, weil der Weg dazwischen zu lang ist. Und diese Lücke, im Grunde ist es wie so eine Badewanne, die sich dazwischen auftut in der Kurve, diese Lücke muss Mobility as a Service füllen. Diese Lücke muss die Mobilitätswende mit kreativen Möglichkeiten füllen, die Multimodalität auf die Straße bringen, die letztlich so viel Individualität in der eigentlichen alltäglichen Nutzung ermöglichen, wie es nur irgendwie geht, die gleichzeitig aber auch immer einen entlastenden und bündelnden Effekt haben sollten. Und das ist letztlich die Polis Mobility, weil wir viele dieser Lösungen hier vorfinden, die diese große Lücke Stück für Stück füllen können. Aber wir brauchen nicht nur Reallabore und nicht nur sozusagen die Kleinteiligkeit und den guten Willen, sondern die Lücke ist so riesig, wir müssen die mit Masse füllen, wir müssen die skalieren, wir müssen die Lösungen, die es gibt, in eine multimodale Welt wirklich auch in der Infrastruktur unserer Stadt übersetzen. Das heißt, die Infrastruktur auf der Individualseite, die kennen wir, ÖPNV kennen wir, aber auch das Füllen in der Mitte erfordert eine Infrastruktur. Mobility Hubs sind ein Teil dieser Infrastruktur. Wenn ich Multimodalität lebe, dann muss ich gelegentlich umsteigen. Denn der Grundgedanke ist, dass ich immer das richtige Verkehrsmittel für den richtigen Zweck verwende. Das ist eigentlich die Grundvoraussetzung dafür, dass ich nachhaltiger unterwegs bin und nicht mehr das Maximal-Eventualbedarfsfahrzeug nehme für alles. Wir fahren Fahrzeuge, die schnell fahren können, die weit fahren können, die viele Personen befördern können, und fahren sie in der Regel alleine langsam über kurze Strecken.
Das ist die Realität. Und das machen wir mal 50 Millionen. Ich kann das, wenn ich mal einsteige über die Zahlenwelt, noch ein bisschen vertiefen. Fast 50 Millionen Fahrzeuge, die zu 95% der Zeit rumstehen. Und von den 5%, wo sie genutzt werden, werden sie wiederum zu 95% falsch genutzt, nämlich nicht dafür, wofür sie eigentlich gebaut sind. Wenn Sie das jetzt aufrechnen, kommen Sie bei 99,75% Ineffizienzquote an in einem System, in dem mehr Geld steckt als im Bundeshaushalt. Das ist die Realität der individuellen Mobilität, wie wir sie heute haben. Und ein großer Schlüssel liegt eben darin, die 1,46 Personen pro Fahrzeug, die den Gesamtdurchschnitt zeigen, die zu verbessern, dass wir es möglichst schaffen, auch im Pkw-Bereich Bündelungen zu erzeugen oder Umstieg auf das jeweils richtige Verkehrsmittel zu erleichtern. Und diese 1,46 Personen pro Fahrzeug sind eigentlich auch nur die halbe Wahrheit, denn Agora Verkehrswende hat vor ein paar Wochen die aktuelle Studie zum Pendlerverkehr veröffentlicht. Im Pendlerverkehr sind es 1,075 Personen pro Fahrzeug. Also eigentlich sitzt jeder alleine in seinem Auto. Wir treffen uns jeden Morgen zur gleichen Zeit auf der gleichen Strecke mit den gleichen Leuten, aber nur jeder alleine in seinem Auto. Eigentlich würde die Logik gebieten, dass man darüber nachdenkt, dass man da irgendwie auch mal zumindest Teilstrecken zusammenfahren könnte. Aber das Teilstrecken zusammenfahren erfordert Umsteigen. Und Umsteigen ist, wenn Sie es in der alten Systematik von Park-and-Ride-Plätzen denken, extrem unattraktiv. Das will kein Mensch. Und jetzt ist die Frage, ist eigentlich ein Mobility-Hub ein Park-and-Ride-Platz? Besser nicht. Aber wie viel Park-and-Ride steckt in einem Mobility-Hub? Wir haben, um da vielleicht noch einen kleinen Exkurs zu machen zu der Polarisierung in der Diskussion, eine Personenkilometerbetrachtung, die ganz interessant ist, denn der ÖPNV ist nicht immer so effizient und so ökologisch, wie er vielleicht als Teil des Umweltverbundes zunächst wahrgenommen wird. 80 Gramm CO2-Ausstoß pro Personenkilometer ÖPNV ist ein relativ schlechter Wert, der daran liegt, dass wir in ÖPNV auch da fahren, wo er nicht so gut ausgelastet ist. Also auch da das bessere Verkehrsmittel zu verwenden für den richtigen Zweck ist wichtig. In der Mitte habe ich so ein bisschen den Grundpfad stehen, was das bedeutet. Ich muss mit dem Blick auf die Zeit ein bisschen darüber hinweggehen, dass wir immer die Unterscheidung zwischen der starken Achse und der letzten Meile machen sollten, als Grundgedanke, weil das ist dann besonders sinnvoll. ÖPNV, starke Achse, letzte Meile individuell. Da müssen wir hinkommen. Und es hat viel damit zu tun, dass wir eine neue Arbeitswelt haben. Also Jobtickets, wie Sie sie kennen, machen relativ wenig Sinn, wenn ich nur 2 Tage die Woche im Büro bin. Wir müssen umdenken bei der Frage, ist es eigentlich von montags bis freitags die gleiche Welt, in der ich mich bewege? Nein, ist es nicht. Die Anforderungen in der Realität sind andere. Die Menschen wollen sich unterschiedlich bewegen. Sie haben unterschiedliche Bedürfnisse an unterschiedlichen Tagen. Also eigentlich eine gute Gelegenheit, Multimodalität in den Alltag zu bringen. Was brauchen wir dafür? Mobility Hubs, wie sie sich am Rand einer Umweltzone oder am Ende einer starken Achse oder in Wohnquartieren oder in Gewerbegebieten, die nicht so gut erschlossen sind im ÖPNV, ansiedeln können. Das ist so eine Systemskizze, wie man sie dann immer übersetzen muss auf die jeweilige Stadt, in der man Mobility Hubs nutzen möchte. Und rein theoretisch könnten die dann so aussehen. Das Problem ist, dass wir diese idealtypische Anordnung, bei der man hier vor allem sehen kann, dass es darum geht, eine starke Bündelung zu erzeugen, das Auto durchaus als Bestandteil des Systems wahrzunehmen, also auch Unterbringung für Autos zu schaffen, Schiene und Straße zu kombinieren, vor allem aber einen Umstiegsort für ein Shuttle-System zu organisieren, dass das auf eine Weise zusammenkommen muss, wo man die kürzestmöglichen Wege und den größtmöglichen Service anbieten kann. Es muss Spaß machen, da sein Auto abzustellen, sich noch einen Kaffee zu holen und im Shuttle weiterzufahren. Es muss der kürzestmögliche Weg sein, das jeweils beste Verkehrsmittel zu wählen. Natürlich haben Sie nicht immer die Gelegenheit, so etwas in dieser Form zu bauen. Das heißt, man muss sich immer auf die Gegebenheiten vor Ort einlassen. Das sind manchmal Bestandsgebäude, das sind meistens schon bestehende Parkhäuser, in die man diese Funktion einfügen muss. Aber der Grundgedanke der kurzen Wege und des Service, die sollte man nicht vernachlässigen. Und dann sieht das eben auch manchmal ganz schick aus. In welcher Skalierungsform Sie das machen, als ganz kleiner Hub, als mittlerer Hub, so wie hier, oder als größerer Hub, so wie eben gesehen, das hängt davon ab, an welcher Stelle in der Stadt machen Sie das, wer ist der jeweilige Partner. Wir haben es mal für Aachen durchdekliniert, wo müssten eigentlich welche Hubtypen stehen. Wenn Sie Interesse haben, Sie können das Konzept dazu auf unserer Webseite auch runterladen. Da haben wir jetzt mal 5 große Hubs, eine Handvoll mittlerer Hubs, aber eine Vielzahl von ganz kleinen Mobility-Hubs. Das sind nämlich Quartierslösungen. 2, 4 Parkplätze und Leihfahrräder dazu mit Ladestrom. Das ist die kleinstmögliche Form eines Mobility Hubs. Und wenn Sie höher skalieren, dann können Sie die Bestandteile, die Sie brauchen im Bereich Service, mit dazu denken.
eigentlich müssen Sie alles mit hineinplanen und gucken, geht es noch, das Sinn, ist es eine Synergie, was Sie hier auf der Tafel sehen. Es geht um Mobilität, das Umsteigen, immer das beste Verkehrsmittel zu nutzen. Es geht aber auch darum, dass Sie in der Elektromobilität ohnehin eine Energiezentrale brauchen, wenn Sie so etwas machen. Dann können Sie auch andere energiezentralen Funktionen hinzufügen. Sie müssen über erneuerbare Energien nachdenken, über Konnektivität, über möglicherweise ein Rechenzentrum, über digitale Plattformen. All das muss mitgedacht werden, wenn Sie einen Mobility-Hub planen. Und ganz wichtig, und das hat gestern Olga Neska sehr spannend auf der anderen Bühne präsentiert, wir brauchen mehr Kaffee, also wir brauchen einen Service. Wenn ich da umsteige, muss das Spaß machen, das muss sich gut anfühlen. Ich muss einen Service haben, wo die Güter des täglichen Bedarfs auch da gekauft werden können, wo ich sowieso einen Umstiegsweg habe. Es muss individuelle Bedürfnisse erfüllen und deshalb diese Service-Schiene, was kann ich da anbieten an Office-Lösungen, an Meeting-Lösungen, an Lounge-Lösungen, an Aufenthaltsqualität, an Logistik, auch an Wartung und Pflege mit dabei. Und wenn Sie das alles durchdeklinieren und das auf Ihre Stadt herunterbrechen, dann haben Sie Ihr Mobility-Hub-Konzept. Das ist gar kein Hexenwerk. Es hat nur noch keiner so richtig in der ganzen Stadt ausrollen können. Und deshalb bin ich froh, dass ich mit Ihnen so ein bisschen einen Ansatz machen kann einer ersten Definition dieses Begriffes und dass wir jetzt gleich in der Diskussion vielleicht ein bisschen darauf kommen, ob wir da ein gemeinsames Verständnis von haben oder ob das am Ende noch ein bisschen weiter diskutiert werden muss. Für den Auftakt erstmal herzlichen Dank. Ich freue mich, dass Sie hier sind und dass wir in die Diskussion starten können. Dankeschön, Marcel Philipp. Ich habe jetzt gerade gelernt, dass wir uns so hinsetzen, wie die Bilder da sind. Jetzt ist noch kein Bild da, aber ich glaube, du saßt ganz außen. Ich weiß, dass ich hier sitze. Deswegen super. Ja, auf die Bühne möchte ich jetzt auch einmal David Peter, Head of Digital Transformation bei Grant Thornton, wird sich gleich nochmal vorstellen. Bitte komm mit auf die Bühne. Und Professor Dr. Markus Schmidt, Smart Mobility und Innovation bei Dresden Sommer. Ja, das ist ein Applaus wert. Ja, Marcel, steigen wir ganz kurz ein. Wir haben ja vorhin gesehen, dass man für so eine Stadt, hier sind ja auch viele städtische oder sind Kommunen und Städte ja vor Ort. Was ist denn so ein Mengengerüst, so eine Größe, mit der wir da rechnen müssen jetzt an verschiedenen Hub-Systemen und Typen? Hast du da eine Einschätzung, eine Zahl? Du hast eine erste Analyse in Aachen gemacht. Also wichtig ist, dass man mit einem Reallabor oder einem Einzelhub am Ende nicht viel bewirkt, sondern dass man immer in einem gesamten Netz denken muss, dass man immer in systemisch denken muss, dass es auch nicht reicht, nur den Ort zu haben und da Mobility Hub drüber zu schreiben, sondern dass das Durchdeklinieren der Synergieeffekte extrem wichtig ist, um nichts auszulassen, was an Chancen da ist. Dazu gehört immer eine digitale Steuerung. Ich muss immer die Möglichkeit haben, über Plattformen die verschiedenen Verkehrsmodalitäten, die ich dort anbiete, die räumlich miteinander verknüpft sind, auch digital zu vernetzen, zu buchen, zuzugreifen und das möglichst einfach. Auch nicht nur mit der einen übergreifenden App, sondern so, dass es auch zielgruppenspezifisch möglich ist. Und ich muss im besten Fall dann auch die richtigen Fahrzeuge haben, die dann auch da genau angeboten werden, um das richtige Verkehrsmittel für den richtigen Zweck auch vorfinden zu können. Also man muss systemisch denken und man muss hochskaliert denken. Aber am Ende ist es auch kein Hexenwerk. Sie können es auf jede Stadt runterbrechen und ähnlich wie wir das in unserem Konzept für Aachen gemacht haben, eigentlich eins zu eins auf andere Städte übersetzen. Kompliziert genug wird es dann beim konkreten Standort. Ja, zumindest sagt das die Praxis genauso wie die Theorie. Praxis, ich glaube, das ist eine ganz gute Überleitung. Professor Dr. Markus Schmidt hat zumindest in den Vorgesprächen, habe ich das so mitgenommen, in Stuttgart 21 auch seine Hände mit dran gehabt. Ja, das waren die ganz alten Zeiten. Ja. Okay, dann kennt man Mobility Hub vielleicht ja auch in einer anderen Ausführung, was vielleicht noch gar nicht so genannt wurde oder was man ja auch wirklich gar nicht klassisch so nennen würde. Aber vielleicht, was sind denn so die ersten Erfahrungen jetzt aus der neuen Rolle und neuen Funktion heraus, was so im Mobility Hub schon umgesetzt wird? Also wir haben vorhin vom Thema Service gehört, wir haben Infrastrukturen als wichtigen Bestandteil. Wo sind denn so die ersten Schwerpunkte jetzt in den Arbeiten, die man sozusagen sieht und ja, wo liegt da vielleicht auch schon so ein bisschen der Zauber? Das ist total spannend, weil das ist natürlich die ideale Welt. Ich habe vernetzte Anbieter, ich habe vernetzte Systeme, die gehen alle ineinander über und das funktioniert dann alles aus einem Guss tatsächlich. Das ist natürlich der Idealzustand. Was wir vorfinden, ist ja eine diversifizierte Welt an Mobilitätsformen, an Mobilitätsmitteln, an Anbietern. Und wir sehen es ja hier auch auf der Messe, ganz viele, die aus dem Staat kommen, die dann auch ein Stückchen vom Kuchen mithaben wollen. Und das natürlich dann umzusetzen, das ist, glaube ich, die große Herausforderung. Und so werden tatsächlich Mobilitätshubs ganz viel von Investoren, die halt irgendwelche Quartiere neu aufbauen, die kriegen dann von der Stadt oder von der Kommune dann ein Stück weit aufgedrückt, ihr müsst auch einen Mobilitätshub machen. Ne? Mhm. Müsst ihr, oh ja, toll, ne? Super Sache. Und dann kommen sie an und sagen,
jetzt sag mal, was ist das denn genau? Was machen wir denn da? Ne? Und da kommen wir dann ins Spiel und sagen, lass das doch mal definieren. Was haben wir denn für einen Bedarf dort vor Ort? Welche Personas leben denn dort hinterher? Und auf die muss man das ein Stückchen ja auch zuschneiden. Und so haben wir verschiedene Mobilitäts-Hubs schon aufgebaut in Deutschland oder geplant zumindest mal. Und da ist es dann eben auch was völlig anderes, als wenn ich in die Stadt gehe, in Aachen, nach Köln, nach Stuttgart, nach Berlin, dort Mobilitäts-Hubs aufbaue oder dann sowas auch auf dem Land mache. Und auch da haben wir verschiedene Erfahrungen gemacht, dass auf dem Land dann ganz andere Bedürfnisse nochmal da sind und ich so ein Mobilitätshub nochmal ganz anders denken muss, auch auf die Bevölkerungsstruktur dann nochmal denken muss, auf die Nutzergruppen dann denken muss und diese ganzen Geschichten. Das ist doch schon relativ spannend. Wenn wir es ganz konkret machen, tatsächlich, wir haben einen Mobility Hub mal in Berlin auch geplant, dort auch wirklich mit den ortsansässigen Betreibern dort zusammengearbeitet, um zu gucken, dass man diese Services quasi in diesen Mobilitätshub mit reinbekommt. Aber das für einen Investor, der natürlich dann sagt, hey toll, Mobilitätshub, super, das ist ein neues Geschäftsmodell, ne? Da kann ich viel Geld mit verdienen. Und da mussten wir dann doch die Erwartungen etwas dämpfen in die Richtung, zu sagen, naja gut, also viel Geld verdienen, wir müssen mal gucken, wie wir das Ganze finanziert bekommen. Mhm. Und da sind wir derzeit noch sehr auf dem Trip, dass wir von Fördermitteln leben und gucken, dass wir über Realprojekte reingehen und einfach das Ganze anschieben über Fördermittel, bis sich das irgendwann dann hinterher vielleicht auch mal dann selber trägt oder es anders getragen wird. Und solche Wirtschaftlichkeitsmodelle sind dann auch besonders spannend, dann sowas mal aufzusetzen und zu sagen, wer verdient denn, wer zahlt denn eigentlich was? Und Sie hatten es so schön erwähnt, wenn man hingeht und sagt, na gut, wenn jemand 500 bis 1000 Euro seines monatlichen Budgets für so ein Auto ausgibt, dann wäre es ja ganz einfach, er müsste das einfach nur anderweitig investieren und das ist ja so unsere große Hoffnung, dass eben dieses Geld dann auch anderweitig investiert wird und man nicht hingeht und sagt, oh, aber 1,60 Euro für die Fahrt mit der Straßenbahn ist aber teuer, ne, das kann ich mir nicht leisten, das möchte ich nicht. Und dieses Bewusstsein dann auch zu schaffen, dass eben Mobilität schon Geld kostet auf der einen Seite, ich glaube, da arbeiten wir alle gemeinsam ein Stück weit dran und müssen gucken, dass die Daseinsvorsorge auf der anderen Seite aber auch erfüllt wird, aber dass wir das Thema Wirtschaftlichkeit bei der ganzen Geschichte nicht... Die subjektive Wahrnehmung ist da manchmal wirklich erstaunlich schräg. Also die Wahrnehmung, was wie viel kostet, in der Tat muss man daran arbeiten. Aber ich glaube, ein wesentlicher wirtschaftlicher Effekt bei Hubs ist ja, wenn ich es schaffe, ein multimodales System aufzusetzen, das effizienter ist, ist der Haupteffekt, dass ich insgesamt weniger Stellplätze brauche. Und damit ist der Treiber bei Quartiersprojekten erstmal, dass ich viel weniger investieren muss in die Anzahl der Stellplätze. Und das ist bei Unternehmen auch nicht anders. Manche Unternehmen haben sowieso schon ein Problem mit der Anzahl ihrer für Mitarbeiter verfügbaren Stellplätze, müssen ein Problem lösen oder wollen keine zusätzlichen Stellplätze bauen. Und wenn Sie dann diese quasi Umwegrentabilität in dem Mobility Hub berücksichtigen, dann ist es wirtschaftlich schon attraktiv. Und das ist genau der Punkt, wenn ich da direkt eingreifen darf. Der Moderator, wenn er nichts mehr sagen muss, hat er alles richtig gemacht. Das ist genau der Punkt, weswegen die Investoren auch ankommen und sagen, hey super, ne, ich habe jetzt einen Bebauungsplan hier liegen, da muss ich 1,52 Stellplätze pro Wohneinheit irgendwie bauen und es gibt ja eine Riesenkiste, die ich da hinstellen muss und kann ich das nicht irgendwie reduzieren? Ja, und, der Idealfall ist 0,3. Wir haben mit der Stiftung Lebendige Stadt das auch mit der Hamburger Universität aufbröseln dürfen, welche Faktoren dann eine Rolle spielen, damit man so weit runterkommt und sie kommen ohne eine wirklich konsequente multimodale Ausstattung und eine Vernetzung und eine Orientierung an kurzen Wegen, aber eben auch einem hohen Maß an Mobilitätsangeboten nie auf so einen Wert. Aber wenn Sie es dann tun, dann haben Sie tatsächlich auch einen Rieseneffekt. Damit wir den David Peter nicht vergessen. Sorry. Sondern im Gegenteil. Jetzt eine ergänzende Perspektive, das ganze Thema, wie kann jetzt eigentlich IT zumindest einen Beitrag leisten zu dem, was wir neudeutsch User Experience nennen, wo man sagt, ja, es sollte eigentlich so funktionieren, wie wir das vielleicht aus der Apple- und Google-Welt kennen. Wie groß ist da eigentlich der Baustein oder dann vielleicht auch sozusagen der Hebel, den man auch über solche digitalen Dienste dann eigentlich hat? Und wie sehen die vielleicht auch schon ganz konkret aus? Gibt es da erste Beispiele, aus denen Sie jetzt schon berichten können? Ja, sehr gerne. Also im Prinzip ist es erstmal so, IT enables business, das ist immer so ein Slogan, dem wir so ein bisschen folgen. Worum geht es da? IT ist im Prinzip nicht der Selbstzweck, sondern wie Sie schon gesagt haben, ein Enabler. Ja. Es gibt viele digitale Lösungen, die sich auch übertragen lassen. Ja, das fängt an bei, ich sage jetzt mal so, dieser Experience, ich weiß nicht, wer von Ihnen, fahren Sie ein E-Auto? Ja. Ja, auch klar, sehr gut, dann sind wir hier schon mal auf der Bühne uns einig. Ja. Wenn Sie nachts um 3 irgendwo am
ADW an der Autobahn stehen und probieren die dritte Ladesäule aus und das Ding geht auch nicht. Sie probieren jemanden anzurufen. Das Wartungskonzept, was hinten dran steht, ist gelinde gesagt ausbaufähig. Ja. Und sie rufen an und sagt dann, naja gut, ich kann morgen früh vorbeikommen. Er probiert es einmal zu resetten und das Ding läuft halt trotzdem nicht. Ja. Das heißt also, da gibt es Lösungen, wo man sehr gut integrieren kann, wo auch gerade ich in die Sache, wenn es um Investoren geht, in den privatwirtschaftlichen Bereich gehen würde und sagt, wir haben dann eine große Innovationskraft bei den Shells, bei den BPs, bei den Gas and Oil Majors, die sowieso ein Tankstellennetz haben, was man auch nutzen kann, wo man drauf aufbauen kann. Ja. Ergänzend würde ich aber auch sagen, die Lösungen sind, so wie Mobilität auch, sehr viel individuell. Ja. Das heißt, man muss einfach schauen, was ist tatsächlich der Kundenbedarf, der hinten dran steht und was ist das, was zählt. Weil man kann viel Geld zum Fenster rausschmeißen, ja, und kann sich da super krass verkünsteln. Im Endeffekt zählt aber, dass es was ist, was dem Kunden was bringt. Das heißt, auch bei Mobilität würde ich sagen, ist es sehr, sehr schwierig zu sagen, der Kunde nutzt diese oder jene Mobilität. Im Zweifelsfall wird das zum Schluss der Kunde entscheiden und er wird das machen, was für ihn am bequemsten ist und für ihn Sinn macht. Das heißt, zu sagen, können wir eine Einstellungswende schaffen, ja, wo wir sagen, wir erziehen den Nutzer um? Ich glaube nicht. Ja, ich glaube, wir müssen die Lösung so bauen, dass sie eben kundenzentriert ist und nachher, dass der Kunde sich bewusst dafür entscheidet, weil es für ihn die beste und bequemste Lösung ist. Es sind jetzt zwei Perspektiven. Das eine ist, dass wir fast sagen, wir müssten eine Allokation des monetären Stroms erwirken, ja, nach dem Motto, Bewusstsein schaffen, was kostet eigentlich ein Auto pro Tag, wenn es da einfach nur 95% falsch genutzt auch noch, haben wir gerade gelernt, rumsteht, plus. Und das andere, warum ist es nicht einfach einfacher, dass wir mit einem anderen Konzept fahren und das soll gar nicht gegen Auto sein, sondern dass wir eigentlich uns täglich frei entscheiden, nach dem, was wir brauchen. Das sind so die zwei Perspektiven, die ich jetzt mal so als erstes Resümee wirklich ziehen würde. Finde ich nicht nur spannend, sondern fast bemerkenswert, dass wir das aus den, ich sag mal, kurzen Diskussionen schon rausgezogen haben. Vielleicht eine zweite Perspektive, bevor Sie antworten. Wir haben über Neubauten gerade sozusagen gesprochen. Das war so ein, also die Investoren haben einen großen Hebel, denn sie könnten ja dann im Neubau etwas tun. Wenn ich jetzt immer so durch die, also ich bin NRW-Kind, wenn ich durch mein NRW fahre, ja, dann sehe ich, wie viel gebaut ist und sehe, wie viel Platz da ist. Und ich glaube, so als ehemaliger Oberbürgermeister weiß man das auch, wie viel schon bebaut ist. Wie sieht es denn da aus? Also haben wir eine Perspektive eben neben Park and Ride, was ja vorhin so ein bisschen anklang, auch Strukturen noch zu eröffnen, irgendwie zu reformieren, zu ja, fast revitalisieren, die dann eben für solche Konzepte zur Verfügung stellen, würde ich jetzt einfach mal in die Runde fragen, um dann eben diese zweiten Ast fast aufzumachen, neben dem Neubau, der irgendwie sehr klar wirkt fast. Ja, das noch, da können wir es ja schon tun. Aber was ist dann eigentlich, um so ein großes Netz auch aufzubauen, sozusagen die zweite Ebene, auf der wir dann auch wirklich jetzt ansetzen müssen? Ich glaube, wir brauchen zunächst mal ein Grundverständnis dafür, wer ist eigentlich wofür zuständig? Also was macht die öffentliche Hand an Infrastruktur und was ist privatwirtschaftlich betreibbar? Ich glaube, dass die größeren Hubs tatsächlich privatwirtschaftlich möglich sind, weil sie auch Enabler für bestimmte Projekte sind und auch eher in die private Hand gehören. Aber das große Netz an kleinteiligen Quartierslösungen braucht erstmal auch die Bereitschaft der kommunalen Ebene, Sondernutzungen, Ladeinfrastruktur und Fläche bereitzustellen, damit darauf überhaupt etwas geschehen kann. Also diese Einteilung ist sehr wichtig und dann brauchen wir ein paar gute Beispiele, die möglichst idealtypisch das Gesamtbild darstellen als Neubauten. Die muss es irgendwann geben, damit man sozusagen sieht, ah, das ist jetzt die perfekte Form. So sieht es aus, wenn man das wirklich vom weißen Blatt Papier aus aufbauen kann. Aber in der Realität sitzt die viel größere Zahl von Hubs am Ende, modulare Lösungen in schon bestehenden Gebäuden. Also ein Parkhaus so anzufüllen mit modularen Elementen und mit Serviceleistungen, mit Einrichtungen, mit Veränderungen von Wegen, mit Veränderungen von Haltestellen und Umstiegssituationen, mit Betreiben von Shuttle-Situationen. Aber letztlich in einer bestehenden Infrastruktur, die muss nur hinterher vollkommen anders aussehen, die muss sich vor allem anders anfühlen. Also wenn ich dorthin gehe, es gibt Situation, Sie kennen überall die P&R-Plätze, die leer sind, die kein Mensch nutzt. Wenn Sie sich die mal so vorstellen, dass Sie plötzlich Spaß daran haben, Ihr Auto dahin zu stellen, dann müssen Sie schon einiges tun. Ja. Und genau darum geht's. Bitte. Zum Thema P&R hätte ich ein direktes Beispiel, weil genau das ist ein Problem, was wir jetzt oder ein Kunde an uns herangetragen hat. Dort gibt es in Hamburg einen Park-and-Ride-Parkplatz und dort soll ein neues Quartier entstehen. Und die Idee war eben direkt dann dahinter auch zu sagen, okay, diesen Park-and-Ride-Parkplatz und direkt natürlich an der S-Bahn-Station, da wollen wir einen Mobilitätshub haben und Investor macht das. Ne? Und das führt aber genau zu diesen Themen dann eben auch hinzugehen, zu sagen, gut, also ich kann da ein Parkhaus jetzt hinstellen, aber dann habe ich noch keinen Mobility-Hub, sondern dann muss ich erstmal gucken, wie kriege ich das denn zusammen und auch diese ganzen Nutzungen zusammen.
Und das ist dann gar nicht so einfach, weil wenn ich dann auf der einen Seite ein Wohnquartier habe, die Leute, die mieten sich dann einen Parkplatz für x Euro im Monat. Es gibt den Nutzer dann vom Vollsortimenter, der daneben ist, der dann 1,50 Euro die Stunde zahlen soll. Und ich habe den Park-and-Ride-Teilnehmer, der aber 1,50 Euro am Tag zahlt. Und das soll alles in diesem Mobilitätshub dann drin sein. Und das ist dann so ein Problem, da muss man erstmal kräftig drüber nachdenken, wie man die Lösungen oder diese Anforderungen eigentlich des Nutzers, und da sind wir wieder beim Nutzer, eigentlich zusammenbringt und das dann alles in einen Thema packt, damit es dann auch wirtschaftlich wieder funktioniert, damit nicht der Bewohner dann hinterher kommt und sagt, 1,50 Euro am Tag, das ist, wenn ich das hochrechne, ich brauche ja nicht jeden Tag einen Parkplatz günstiger, als wenn ich mein Monatsticket und, also ne, das wird dann irgendwie spannend, wie man das dann hinterher zusammenbringt, diese Nummer. In solchen Quartieren wird Mobilität zunehmend Teil der Miete werden müssen oder Teil des Wohnens an sich sein müssen, damit diese Grund das Grundrauschen schon mal sozusagen als selbstverständlich multimodal gelebt wird und man wegkommt von der eigentlichen Parkplatzgebühr. Das ist natürlich hinterher auch die Lösung dafür gewesen, aber das ist schon spannend, das mal eben zusammenzubringen, diese ganzen Nummern. Mhm. Sonst würde ich jetzt, haben Sie noch einen Punkt dazu? Also ich würde ergänzend dazu sagen, dass, also ich glaube, ich wiederhole mich da jetzt gerade ein bisschen, aber ich glaube sehr stark an die Privatwirtschaft und ich würde auch sagen, dass selbst bei, ich nenne es jetzt mal Suburban Endpoints, auch durchaus, sagen wir mal, bei der Privatwirtschaft großes Interesse da ist, quasi dieses Thema zu bedienen. Ich glaube, auch da ist wieder eine Infrastruktur da. Ich würde, also andersrum, ich glaube wenig daran, dass man mit staatlichen Subventionen und Steuergeldern, die man raushaut, sagen wir mal, einen nachhaltigen Impuls setzen kann, um da zu einem Ergebnis zu kommen. Im Prinzip kann das ein deutscher Staat auf der Infrastruktur aus meiner Sicht nicht komplett stemmen. Das heißt, wir sind auf die Privaten angewiesen und brauchen auch die übergreifenden Digitalisierungslösungen, ja, die da hinten dran stehen. Und es wird nicht den E-Mobility-Hub geben, da haben Sie auch ja schon einen Einblick gegeben. Ja. Und ich glaube, auch da ist es so, dass, da kann ich aus dem Nähkästchen plaudern, sich wirklich private Unternehmen massiv Gedanken machen, wie kann ich ein Frictionless Checkout, also ein sowas wie Amazon Go Store, ja, etablieren, wie kann ich einen Automaten hinstellen, dass ich eben, wenn ich nachts um drei wieder da stehe, dass ich mir vielleicht wenigstens noch einen Snickers kaufen kann. Ja. Ja. Das heißt, vielleicht muss man sich auch einfach wirklich da mit Partnern zusammensetzen, im Netzwerk einen Verbund bilden, also massiv mit denen zusammensetzen und das über digitale Lösungen so integrieren, dass wir nachher ein Gesamtkonzept haben, was dynamisch ist, klar, ja, aber was irgendwo Verbund bildet, dass ich nicht mehr bei jedem Mist meine eigene Ladekarte der Stadt Köln brauche oder der Stadt Düsseldorf brauche, nur weil ich einmal die Brücke gefahren bin, ja, weil das sind nachher dann die Sachen, die das tötet. Ja, genau. Aber manchmal also ich glaube, dass wir häufig an der Umsetzung auch an die Schwelle kommen, wo die Bebauungspläne oder das, was eigentlich von den vielen Inhalten, die wir im Kopf haben, an einem Ort gebündelt werden kann, manchmal an Grenzen stößt. Also wir müssen auch sehr viel mehr darüber nachdenken, wie muss man zukünftig Festsetzungen so formulieren, dass die Bewegungsmöglichkeit überhaupt da ist, eine Verbindung von Mobilität, Energie, Retail und auch der Frage, wie kriege ich jetzt den Convenience-Faktor an solchen Orten hin, das hat oft was mit Handel zu tun. Und Handel ist an manchen Stellen einfach im B-Plan nicht enthalten. Also Sie müssen dann einfach in der Realität auch der kommunalen Bereitschaft, vielleicht auch experimentell mit solchen Festsetzungen umzugehen, auch arbeiten. Und manchmal hilft es, so ein bisschen die Urtypen von Mobility-Hubs sich nochmal vor Augen zu führen. Flughäfen und Bahnhöfe sind ja eigentlich die Urtypen der Punkte, an denen man multimodal unterwegs ist, in denen man überhaupt nicht darüber nachdenkt, dann natürlich, da steige ich um und das ist so, weil es nicht anders geht. Aber das, was ich dann davor finde an Serviceeinrichtungen, hat auf Flughäfen eine hohe Qualität und ist auf Flughäfen auch der größere Wirtschaftsfaktor eigentlich für den Betreiber als das eigentliche Fliegen. Das heißt, da von dieser Denke her, glaube ich, muss man dann auch mal runterbrechen, was würde das denn bedeuten, wenn ich das auf eine Stadt und eine Mobilität ohne Fliegen übersetze. Und das Gleiche gilt für Bahnhöfe, wo es auch manchmal ganz gute Lösungen, wo ich meinen Kaffee und meinen Snack und meine vernünftige Toilette und alles, was man da so braucht, das gehört alles mit dazu. Aber das sind jetzt keine Lösungen vom Mond, sondern die sind in der Realität eigentlich schon vorhanden. Wir müssen sie nur umformatieren auf die Skalierungsgröße Innenstadt. Das ist für mich eine perfekte Überleitung, weil genau die Frage hätte ich jetzt so als nächstes, denn
ich habe mal in Hongkong gelebt und ich weiß noch, wie es da war. Da ist sozusagen alles aus der Schiene heraus natürlich gedacht. Und da, wo sich ein neuer Bahnhof entwickelt, wird auf einmal ein ganz neues Zentrum erschlossen. Das heißt, hier werden Ansiedlungen von Personen auf einmal stattfinden. Es ist eigentlich ein Shopping-Mall, die in dem Bahnhof sofort stattfindet, ähnlich das, was wir gerade gehört haben. Jetzt müssen wir ein bisschen die Perspektive wechseln, weil das Flugzeug fliegt bis zu einem Endpunkt. Dort ist wieder genau das, was wir wollen, ein Bündelungspunkt für eben verschiedenste Lösungen. Und ich mache mir gar keine Gedanken, fahre ich Taxi, fahre ich Zug. Wir wissen alle, in München ist es etwas schwieriger. Sie sind heute ja wahrscheinlich angereist. Da braucht man ein bisschen länger. Soll nur heißen, jetzt müssen wir das ja aus der Perspektive oftmals des Fahrzeugs denken. Und was ist denn dann, und das ist die Überleitung, genau dieser Super Case oder die Use Cases oder Services, nenne ich es jetzt mal, die man dann auch wirklich erwarten würde, wenn man dann sagt, okay, jetzt steige ich dafür auch um. Ja, also wir hatten jetzt gerade so zwei Schlaglichter, aber was ist es denn dann, was mich aus dem Fahrzeug dann treibt, und dass ich sage, Mensch, dafür lasse ich es jetzt auch stehen. Und vielleicht, was ist schon umgesetzt? Also was treibt mich aus dem Fahrzeug? Ich muss das Fahrzeug in irgendeiner Form gut, sicher, wenn es denn das Auto ist, gut und sicher abstellen können, und das zu einem Preis, der irgendwie erträglich ist. Ich hatte heute noch ein Gespräch auch mit einem Kollegen, der dann auch sagte, naja, eigentlich muss ich auch das Fahrrad mal gut abstellen können, weil wenn ich dann hingehe und mit dem Fahrrad unterwegs bin und dann eben nicht dieses klapprige irgendwas habe, sondern irgendwie das 3.000, 4.000, 5.000 Euro E-Bike, das will ich ja dann abends immer noch wiederfinden, wenn ich damit dahin gefahren bin, und dann soll das ja immer noch da stehen. Und das wäre natürlich cool, wenn ich da dann auch eine Box hätte und das auch ordentlich abstellen könnte. Mhm. Und ich glaube, da muss man verschiedene Themen auch wirklich denken, sodass man dass man auch dann gewillt ist, tatsächlich darauf zu verzichten oder eben umzusteigen, also das ganze Intermodal auch zu nutzen. Das ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt dabei. Ja, deswegen auch bewusst ja die Frage nach dem Fahrzeug. Also kein PKW, sondern es ist einfach nur, es ist ja eigentlich immer ein Umstieg. Und das hatten wir, das muss eben so convenient und eigentlich auch fast so angebunden sein, dass ich jetzt mir kaum noch Gedanken machen muss, dass ich es jetzt vorfinde, weil das ist ja eigentlich die Situation an einem Hauptbahnhof, das ist die Situation meistens an einem Flughafen, dass man eigentlich da sich keine Gedanken machen muss, man kommt weg, also es wäre zumindest fatal, wenn er schlecht angebunden wäre, und so ist ja eigentlich diese Logik im Übertrag jetzt auch dann in einem vielleicht eher urbanen Umfeld, dass wir uns eigentlich fragen, was müssen wir denn aber als erstes anbieten? Sind es Ladeinfrastrukturen, die wir sozusagen als ersten Wurf dort hätten und überlegen könnten, an dem das dann auszuprobieren, das dann anzureichern, oder sind es vielleicht auch andere Themen? Das Thema Laden als Problemstellung führt meiner Ansicht nach dazu, dass wir zunehmend solche Knotenpunkte auch alleine schon deshalb brauchen, weil sich Schnellladesituationen, aber auch ein dauerhaftes Laden beim Abstellen von Pkw dezentral nie zu 100% ausrollen lassen wird. Also wir brauchen diese Punkte, an denen bestimmte Flotten, an denen Shuttle-Systeme, an denen auch Quartiersfahrzeuge, Sharing-Fahrzeuge, an denen sie zentral auch ein Stück weit eine Ladeinfrastruktur vorfinden, weil ich da das Lastmanagement haben kann, weil ich da die Anbindung an erneuerbare Energien organisieren kann, weil ich da Synergien habe. Und das Aufbauen von Ladeinfrastruktur an Knotenpunkten insgesamt effizienter ist als in der Fläche an jedem Parkplatz am Straßenrand. Das ist ein weiterer Punkt, der dazu führt, dass wir Knotenpunkte entwickeln. Aber ich glaube, also für uns ist der Haupt-Use-Case alleine aus der Not heraus, die Spitzenstunde am Tag, die Verkehrsbelastung, die uns als Städte am meisten Sorgen macht, ist immer diese Pendlerstunde sozusagen. Also morgens die Spitzenstunde und dann im Nachmittag ein bisschen entzerrter, aber letztlich auch eine Spitzenstunde, an der irgendwie die Hälfte aller Autofahrer im Stau stehen und die gefühlte Belastungssituation durch Flächeninanspruchnahme von Pkw in der Stadt einfach zu hoch ist. Das heißt, wir brauchen diese Knotenpunkte, um dafür zu sorgen, dass nicht jeder alleine in seinem Auto das Auto in die Innenstadt bewegt, sondern dass man spätestens am Rand der Stadt bündelt. Und dieses Bündeln kann total unterschiedlich ausfallen. Das kann schon beginnen weit, weit draußen und eine gemeinsame Fahrt, auch eine gemeinsame CO2-Einsparung auf einem langen Pendlerweg erzeugen. Dann brauche ich so einen Knotenpunkt vielleicht nur noch, um den letzten, der zusteigt, mit aufzunehmen oder ein Fahrzeug dann irgendwo gebündelt abstellen zu können. Manchmal ist es aber auch der Hub selber, der schon der Ausgangspunkt für die gemeinsame Pendlerfahrt ist, weil dann 5, 6 Kollegen direkt im Umfeld irgendwie die erste Meile bis zum Hub irgendwie schaffen, aber ab da gemeinsam fahren und das Fahrzeug auch erst da bereitgestellt wird, aber auch da alle Serviceeinrichtungen sind, die ich für so ein Fahrzeug brauche. Dass immer da geladen werden kann, immer da gewartet werden kann, dass die Firma vielleicht sogar dieses Fahrzeug dahingestellt hat, damit sie nicht 5 Mitarbeiterparkplätze in der Innenstadt bereitstellen musste, sondern nur ein Fahrzeug und einen Parkplatz. Und wenn sie das ohne Hubs versuchen, wird es nicht gelingen. Man braucht diese Service-Knotenpunkte und man muss sie auch
wie gesagt, in größeren Skalierungen denken. Das ist für einzelne Unternehmen mit wenig Mitarbeitern schwer, so ein System. Aber wenn Sie genügend Mitarbeiter haben, die auch aus ähnlichen Richtungen kommen, dann können Sie auch bewusst bündeln. Und dann ist es auch tatsächlich wirtschaftlich betreibbar. Ganz spannender Punkt, wirtschaftliches Betreiberkonzept. Ich würde aber noch eine gucken. Ich habe natürlich noch 1000 Fragen, aber vielleicht haben Sie auch noch etwas, was Sie einbringen wollen als Fragestellung. Ich würde einmal kurz den Raum öffnen. Haben wir auch ein Mikro, falls da jemand ist, der mutig ist und eine Frage hat oder auch ein Verständnis irgendwie wecken möchte hier vorne. Sonst würde ich das kurz übersetzen. Subzentren. Jetzt müssen Sie nochmal wiederholen. Okay, die letzte Meile in einer Großstadt, wie lang darf die sein und wo führt die genau hin? Ja. Ist immer der Kölner Dom der Endpunkt oder gibt es andere Subzentren? Oder sind die Mobility Hubs untereinander organisiert? Dezentral oder zentral? Ja. Also insgesamt muss es ein dezentrales System sein. Sie müssen im Grunde sich vorstellen, Sie haben Bushaltestellen, die so angelegt sind in fast jeder Stadt, dass Sie im Prinzip irgendwie fußläufig irgendeine Bushaltestelle erreichen können, egal wo Sie wohnen in der Stadt. Das System krankt ein bisschen daran, dass Sie dann oft an der Bushaltestelle stehen, wo kaum ein Bus fährt. Aber der Grundgedanke ist erstmal, dass die Grundversorgung so ausgelegt ist im Liniensystem. Sie müssen so viele Bushaltestellen haben, dass jeder irgendwie erreichbar in der Nähe seines Wohnortes hat. Ähnlich muss man das mit Mobility Hubs denken. Also Sie müssen eigentlich einen Quartiershub, einen ersten Zugang zu Sharing und Shuttle und einer Grundmobilität in fußläufiger Entfernung von Ihrem Wohnort haben. Das wird am Anfang schwierig sein und deshalb ist meine Definition von erster Meile 300 bis 3000 Meter. Das ist so der Bereich, den man im Zweifel irgendwie bewältigen muss, um an einen Punkt zu kommen, an dem Sie auf mehrere Verkehrsarten zugreifen können sollten. So, wenn Sie das aber auf eine Stadt übersetzen, kommen Sie sofort auf viele Dutzend Punkte, die Sie einrichten müssen, also richtig viel Arbeit. Und damit ist die Aufgabenstellung für die Kommune schon mal gesetzt. Das wird nicht, das ist keine kleine Aufgabe. Da war gleich noch eine Frage. Wir haben noch 2 Minuten. Schnelle Antwort, schnelle Frage, denn ich würde gerne gleich noch ein Abschlussstatement zumindest einsammeln, aber auf jeden Fall lassen wir das noch zu. Ja, auch nur ganz kurz zum Thema CO2. Wie groß ist das Potenzial, kann man das abschätzen, zur CO2-Minderung von Mobility Hubs? Was ja auch mal wichtiger wird. Ja, im Pendlerbereich hängt es natürlich genau an der Bündelung, wenn Sie real eine Person pro Fahrzeug haben und Sie haben aber als Unternehmen organisiert, dass Sie im Schnitt 5 Personen gleichzeitig in einen Shuttle setzen, weil Sie diese Infrastruktur geschaffen haben oder nutzen, dann haben Sie 80% CO2-Einsparung. So einfach ist das. Und der Anteil Pendlermobilität in der Gesamt-CO2-Bilanz eines Unternehmens ist nicht zu unterschätzen. Der ist selbst bei Produktionsunternehmen ungefähr 25% sehr häufig. Bei reinen Office-Unternehmen häufig über 50%. Und wenn Sie von diesem Anteil 80% einsparen können und Sie können in Ihrem Nachhaltigkeitsbericht sagen, so, das haben wir jetzt geschafft, dann ist es viel mehr, als Sie mit vielen anderen technischen Lösungen irgendwie erreichen können. Super. Abschlussstatement, ja, oder? Ich glaube, das ist noch das Thema, also der Mobility Hub, der wird nicht das CO2 dann reduzieren, sondern ich glaube, die Vielzahl der Angebote, ja, die ich habe und die Weiterentwicklung dieses ganzen Themas der Mobilität, das wird in Summe dann letztlich auch Ihnen genau das reduzieren und da liegt, glaube ich, der Schlüssel nochmal drin und da können, glaube ich, die Mobility Hubs einen Anteil leisten oder ihren Teil leisten, um da auch wirklich runterzukommen bei der ganzen Nummer. 10 Sekunden jeder. Wenn ein Wunsch frei wäre, was würden Sie sofort umsetzen? Fang gerne an. Wir brauchen dringend eine Definition, was ist Aufgabe der öffentlichen Hand und was ist Aufgabe oder was ist das Spielfeld der privaten Wirtschaft, weil ich glaube, dass sehr viel Unsicherheit im Moment in diesem Thema steckt. Die ÖPNV-Betreiber neigen so ein bisschen dazu, dass sie sagen, alles, was sich da an multimodaler neuer Maßwelt entwickelt, ist alles unser. Das kann aber nicht funktionieren, weil Sie müssen sozusagen die Kreativität der Startups und der Mobility-as-a-Service-Dienstleistungen im privatwirtschaftlichen Bereich rauskitzeln und nutzen. Und wenn das immer alles zum Spielfeld der Öffentlichen gehört, dann passiert da nicht viel. Ja, weniger Idealismus und mehr Pragmatismus hin zu Geschäftsmodellen, die Mobilität für Unternehmen als auch für Endanwender praktikabel machen. Und ich würde sagen, machen, einfach mal umsetzen, einfach mal was tun, schöne Konzepte machen, aber die auch umsetzen und mutig rangehen und auch mal einen Mobilitätshub machen, der vielleicht hinterher nicht so 100% funktioniert und dann aber mal was umgesetzt haben. Weil nur so kann ich zeigen, dass was funktioniert und so kann ich es auch hinterher anpassen in der Nummer.
Hervorragend, besser kann man es gar nicht zusammenfassen. Vielen lieben Dank für Ihre Zeit. Wenn Fragen sind, ich habe es mit den einzelnen Kollegen noch geklärt, gerne im Anschluss. Wir danken, dass Sie sich für genau dieses Thema heute nochmal informiert oder zu dem Thema informiert haben. Fragen Sie uns bei Fragen gerne im Anschluss. Danke an Sie alle für Ihre Zeit, für die wahnsinnig spannenden Eindrücke. Ja, und später ein schönes Wochenende dann. Ich hoffe, dass es multimodal und sehr angenehm nach Hause geht bei den einen oder anderen. In diesem Sinne. Kommen Sie später auch gut nach Hause. Alles Gute und viel Spaß noch auf der Messe.